So, einen schönen guten Abend. Vielen Dank, Herrn Dreves und der Big Band des Gymnasiums. Es freut mich also jedes Mal, jedes Jahr, wenn ich hierher komme und die Band spielt hier. Und die jungen Leute haben also richtig Spaß daran, an der rhythmischen, an der swingenden Musik, mit der wir groß geworden sind. Bevor ich jetzt die Stars heute Abend hier auf die Bühne bitte, ein paar Worte über das, was wir heute Abend für sie machen. Und da muss ich einen Namen nennen, der hier bei uns eigentlich nur Insidern bekannt ist. Der Name heißt Matty Matlock. Matty Matlock war Klarinettist und Saxophonist schon im Orchester von Ben Pollack, Nachfolger des jungen Benny Goodmans in den 20er Jahren und wurde dann übernommen in das Orchester von Bob Crosby. Bob Crosby ist der Bruder des großen Sängers Bing Crosby. Es war ein sehr berühmtes Orchester. Und dieses Orchester hat Dixieland Musik in Big Band Sound gemacht. Und diese Arrangements wurden von diesem Matty Matlock gemacht. Die waren ganz berühmt, das war etwas sehr Populäres in den 40er Jahren. 1957 ist dann dieser Matty Matlock hingegangen und hat so Dixieland Standards, wie wir sagen, Dixieland-Titel, die also jede Band spielt, für ein 11-Mann-Orchester arrangiert und hat diese Sachen auf Platte aufgenommen. Und nannte diese Platte The Dixieland Story. Und das ist unser heutiges Thema. Aus dem Grund, Matty Matlock ist seit mehr als 25 Jahren tot, diese Arrangements wurden diese ganzen Jahre nie mehr gespielt. Die lagen in der Garage des Hauses der Familie Matlock und der Sohn hat sie uns zur Verfügung gestellt, hier für diese Tournee im Rahmen der Small Jazz Tage und diesen Konzerten, die wir darum machen, wo ja Plochingen seit vielen, vielen Jahren dazugehört. Also es ist nach vielen, vielen Jahren das erste Mal, dass wieder diese Arrangements gespielt werden. So, das wollte ich dazu sagen und jetzt bitte ich der Reihe nach, unsere Musiker auf die Bühne. Ich fange mal am Klavier an. Am Klavier werden Sie einen Mann hören. Ich sage ganz einfach, für mich der beste unbekannte Pianist. Eddie Higgins aus Fort Lauderdale in Florida. Der Mann am Schlagzeug spielt im Hauptberuf Schlagzeug seit über 20 Jahren in Disney World in Orlando in Florida. Also wenn Sie da mal hinkommen, da kann es sein, dass so eine Marching Band vorbeikommt und er spielt die kleine Trommel oder Sie sehen irgendwo eine swingende Band und er spielt das Schlagzeug. Er wird öfters ersetzt, weil er ist eine richtige Swingmaschine und wird immer wieder mal geholt, wenn Tourneen oder Festivals stattfinden. Heute Abend für Sie da Warren Sauer am Schlagzeug. Der Mann am Bass, das ist Jazzgeschichte. Er hat mit Duke Ellington zusammengespielt, viele Jahre mit Louis Armstrong. Er war mehr als 5 Jahre der Bassist von Oscar Peterson, er hat Billie Holiday begleitet. Also er hat die Jazzgeschichte mitgeschrieben. Heute für Sie da, leider etwas erkältet, Major Holly am Bass. So, den Gitarristen, den wir dabei haben, das ist also nicht so einer, der hier einen Stecker in die Gitarre reinsteckt und dann klingt es furchtbar laut. Nein, Sie hören eine akustische Gitarre. Er ist in Berlin geboren 1930 als Sohn des bekannten Malers George Gross und ist als 3-Jähriger mit der Familie nach Amerika ausgewandert und er gilt auf der Akustikgitarre wirklich als der Beste. Es ist Marty Gross. Vor ihm wird sitzen einer der besten Klarinettisten, den es gibt. Ich sage immer, er ist wie ein guter trockener Wein. Hochen Sie sich ihn an. Beim zweiten Schluck, da schmeckt er Ihnen. Kenny DeVern. Yeah.
So, Sie sehen, wir haben einige Floridianer dabei. Zwei habe ich Ihnen ja schon vorgestellt, am Piano und am Schlagzeug. Der nächste, der jetzt kommt, der kommt auch aus dem Lager der Disney World Musiker. Es gibt ja über 300, die hauptberuflich im Disney World Musik machen. Das ist ja riesig groß, diese Anlage. Es ist Terry Myers am Tenorsaxophon. Auf dieser Originalplatte, die 1957 von Matty Matlock aufgenommen wurde, da hat ein berühmter Tenorsaxophonist das Baritonsaxophon gespielt, Eddie Miller. Er war auch schon hier in Plochingen. Ich muss immer jedes Mal sagen, Eddie Miller, den wir sehr, sehr mögen, der ist sehr, sehr krank und wir wünschen ihm alles Gute, dass es ihm bald wieder besser geht. Und ich habe mir gedacht, damals war ein guter Tenorist am Baritonsaxophon. Warum wollen wir in der heutigen Geschichte nicht auch einen guten Tenoristen am Bariton haben? Er ist aus England, wohnt aber seit 2 Jahren in Australien und hat mir geschrieben, wenn du mich brauchst, ich bin bloß 24 Stunden weg von dir, dann komme ich. Und ich habe ihm geschrieben, hier ist er, Danny Moss. So, als nächstes, am nächsten Stuhl, wir haben ja einen Musical-Direktor dieser Band, ein Mann, der die Sache leitet, der die ganzen Fäden in der Hand hat. Er hat auch diese Arrangements durchgearbeitet und hat sie per Post verschickt. Sie kommen ja von überall her und jeder hat also seine Noten mit der Post und eine Kassette zugeschickt bekommen. Einer der besten Posaunisten des traditionellen Jazz, eben auch aus Orlando, deswegen diese Kombinationen. Viele werden ihn kennen als White Bill Davison. Hier mit seiner Anniversary Band spielt, der hat er die Posaune gespielt. Bill Allred. Er ist nicht alleine gekommen aus der Familie Allred, er hat seinen Sohn mitgebracht. Er hat in der letzten Band von Woody Herman die Liedposaune gespielt. Also sehen Sie, dass es ein ganz fantastischer Posaunist ist mit 28 Jahren. John Allred. So, hier in Plochingen, in dem, ich weiß nicht, wie der Keller heißt, schöner Keller, wir mögen den, wir Jatzer. Da ist eine Band, das ist so quasi so, die ist so eine Favoritenband, das ist Mike Hart and his Scottish Syncopators. Viele von Ihnen kennen sie bestimmt, diese Band, nicht? Und wir haben also den Trompeter dieser Band, haben wir uns rausgesucht, der nachher die hohen Töne übernehmen soll. Johnny Best tat es im Original und bei uns tut es aus Glasgow, Schottland, Bruce Adams. Und der letzte Mann, der so voreilig vorschaute hier, er war mit unserer Band zusammen schon in dem Keller. Der Süddeutsche Rundfunk hat damals Aufnahmen gemacht, als wir da mit ihm zusammen musiziert haben. In der Zwischenzeit in Amerika ein ganz berühmter Kornettist, Tom Saunders aus Detroit. So, die Band wird jetzt für Sie eben ein Arrangement von Matty Matlock spielen, einen Titel, den Jelly Roll Morton komponiert hat. Jelly Roll Morton war ein Ragtime-Pianist aus New Orleans und der Titel heißt Wolverine Blues. We'll be right back.
Thank you. We have a song that was written by Vic Spiderbeck, who was born in Davenport, Iowa. Spent a lot of time around Chicago, and shouldn't have went to New York. But he wrote this very, very pretty tune. We'd like to do it for you right now. It features Danny Moss on the baritone saxophone, and Bruce Adams on the... Is that Bruce, or are you Bruce? No, that's Bruce. Yes. The Davenport Blues. Thank you.
Das war also der Devonport Blues von Leon Bix Beiderbecke. Seine Eltern stammten ja aus der Lüneburger Heide. Er war also deutsche Abstammung. Gestern war die Band in Frankfurt und da haben wir uns unterhalten, da war ein Herr da, 78 Jahre alt, Mitbegründer des Hot Clubs in Berlin in den 30er Jahren. Und wir haben uns da unterhalten, wie viel Deutschstämmige eigentlich hier im Jazz mitgewirkt haben. Ich glaube, es waren arg viele, sehr viele. Der typischste Name vielleicht war der Kurt Dieterle, der hat bei Paul Weidmann mitgespielt. So richtig, also ein Name, der in unser Gegend passt. So, das war so über diesen Big Spiderbecke. Und als nächstes ein Titel von Hagi Carmichael. Hagi Carmichael war ganz wichtig bei der Entwicklung des Chicago Jazz, also der Musik, als die sich in Chicago berühmt gemacht hat. Und von diesem Hagi Carmichael nun den Riverboat Shuffle. Thank you. I'd like to dedicate this song to all the trombone players here tonight, playing God's chosen instrument, wherever they are. And this is a song that was played and recorded by Kay Winding and J.J. Johnson at the Newport Jazz Festival back in the 50s. Is everybody going? No, no. It's a tune called Yes, Sir, That's My Baby. Thank you.
Get Terry Myers, Danny Moss, Marty Gross back up here. Tom Saunders from Detroit. Where is he? He went out for a month. Oh, I see. What do you have cooked up, Tom? We're going to do I Never Knew. Oh, gosh. I could love anyone. It's a tune entitled I Never Knew. Thank you.
Marty Brooks. Gab es schon früher in diesen berühmten Big Bands, da gab es immer the band in the band, kleinere Besetzungen, und das war also eine, der hat für sie gespielt, I Never Knew. Und jetzt wieder ein Arrangement von unserem Matty Matlock, einen Titel von Hoggy Carmichael, diesem Mann, der sehr viel für den Chicago Jazz getan hat, die Washboard Blues, und dann danach einen alten New Orleans Marsch, eine Parade, mit einem bekannten Klarinetten-Solo, das jeder Oldtime-Jazz-Klarinettist eigentlich beherrschen sollte, das High Society. Thank you.
Eddie Higgins on the piano. Bruce Adams on the trumpet. Right now, ladies and gentlemen, here's Kenny DeVern in the band with High Society.